Hallo und willkommen zu Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Es geht wieder mal um eine Dekla-Uhr. Ja, wenn ihr jetzt denkt, ich hätte hier nur ein einziges T-Shirt oder Hoodie, nein, ich habe mehrere. Es liegt ganz einfach daran, dass ich hier verschiedene Videos am Stück durchdrehe und mich zwischendurch nicht jedes Mal umziehe. Die Uhr, um die es heute geht, ist eine Fliegeruhr Typ B. Wirklich schön gemacht, eine ganz typische Fliegeruhr, aber auch nicht hundertprozentig authentisch, nicht hundertprozentig den historischen Vorgaben folgend, was ich persönlich ganz attraktiv finde, weil die Uhr damit ein kleines bisschen dressiger wird und nicht ganz so militärisch wirkt. Aber das zeige ich euch im Video im Detail. Der in Stuttgart ansässige Hersteller Dekla, von dem diese Fliegeruhr hier stammt, hat nicht den Anspruch, authentische Fliegeruhren im Stile der 40er Jahre zu bauen, aber diese Fliegeruhr nimmt viele der klassischen Elemente auf. Ich werde dazu im Laufe des Videos noch kommen. Die Uhr hat eine satinierte Seite, hat den klassischen Schriftzug und die klassische Beschriftung der Fliegeruhren auf der Bodenrückseite. Das ist alles sehr authentisch. Allerdings ist bei dieser Ausführung der Topring und die Hörner poliert. Das ist nicht mehr authentisch. Der Durchmesser beträgt 42 mm und die Uhr hat eine Bauhöhe von insgesamt 11,2 mm. Der Abstand Horn zu Horn, also die Auflagefläche auf dem Arm, beträgt 49,8 mm und die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Das Saphirglas auf der Vorderseite ist entspiegelt, die Krone ist verschraubt und verschraubt sich sauber und präzise und durch die Form ist sie natürlich extrem griffig und wirklich sehr gut zu bedienen. Wollen wir doch mal schauen, wie sich diese Uhr in meinem Arm trägt. Aktuell habe ich zu Testzwecken am Arm die Dekla Turbulence 1 mit ebenfalls 42 mm im Durchmesser. Wenn ich diese beiden Uhren vergleiche, soll man kaum glauben, dass sie gleich groß sind, denn die Lünette der Fliegeruhr ist doch deutlich schmaler und lässt die Uhr wesentlich größer erscheinen, als sie eigentlich ist. Durch die Auflagefläche von unter 50 mm passt sie dennoch gut an mein 17 cm Handgelenk. Fliegeruhrentypisch erscheint sie sehr groß, liegt aber auf meinem Arm gut auf und steht nicht über. 42 mm könnte ich tragen, auch wenn ich persönlich wahrscheinlich 40 mm bevorzugen würde. Ja, nachdem wir jetzt hier die große Übersicht hatten, um den Arm auch mal als Ganzes sehen zu können, gehen wir doch mal in die etwas größeren Aufnahmen, die Nahaufnahmen, und schauen uns die Uhr an. Wir haben hier die Uhr im Baumuster Typ B, das heißt mit innenliegendem Stundenring und außenliegender Minuterie, temperaturgebläuten Zeigern, einer wunderschönen handgeschliffenen Krone und der Bodenbeschriftung mit der Bauart, ein Automatik hier verbaut ist, das ETA 2824 bzw. das Selita SW200. Mit einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern ist diese Uhr für eine Fliegeruhr überdurchschnittlich gut ausgestattet. Die Hörner sind auf der Ober- und Unterseite poliert und ebenso ist der Topring poliert. Damit schafft die Uhr in meinen Augen einen wunderschönen Spagat zwischen einer Fliegeruhr, die ja mehr eine Werkzeuguhr ist, und einer Dressuhr, denn das Spiegelnde ist nicht das typische Element einer Fliegeruhr, passt aber in den heutigen Alltag sehr, sehr gut rein, wie ich finde. Was Dekla macht, und das hat mich wirklich massiv beeindruckt, Dekla bietet nicht nur bei der Turbulence, sondern auch bei den Fliegeruhren eine unglaubliche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Dekla bietet die Uhr an als Baumuster Typ B, so wie wir sie hier sehen, mit dem innenliegenden Stundenring, aber auch als Baumuster Typ A mit dem bekannten Ziffernblatt, wo die Stundenzahlen auf dem äußeren Ring liegen. Das Gehäuse kann wahlweise sandgestrahlt sein, beziehungsweise satiniert wie hier. Dekla-typisch wird zwischen Lünette und Gehäuse unterschieden. Das heißt, hier ist die Lünette
poliert, aber auch das ließe sich in einer sandgestrahlten oder satinierten Ausführung realisieren. Optional gibt es den Stahl auch in der Variante Six Steel. Das bedeutet, der Stahl ist gehärtet und damit wesentlich kratzresistenter als normalerweise. Was ihr da im Hintergrund brummen hört, das ist nicht mein Magen, ich habe gut gegessen, sondern mein Hund. Es gibt darüber hinaus zwei verschiedene Kronenoptionen, die man wählen kann. Es gibt verschiedene Farben der Leuchtmasse. Es gibt sie in Weiß, wie ihr hier seht. Es gibt sie aber auch als Old Radium. Dann ist sie etwas dunkler. Und das Ziffernblatt gibt es auch noch in einem Blauton. Extreme Vielfalt. Ebenso lässt sich das Werk optional aufrüsten. Ich kann statt des ETA 2824 auch das 2801 als Handaufzugswerk wählen. Selita-Entsprechung wäre das SW210 oder aber ein Automatikwerk aus dem Hause ETA 2892A oder alternativ das Selita SW300-1. Man kann auch, um die Wahlmöglichkeiten noch fast zu komplettieren, auf der Flanke auch die FL-23833 eingravieren lassen, die Spezifikation des Reichsluftfahrtministeriums für Fliegeruhren. Weiterhin bietet Dekla an, die Zeiger nicht nur in Stahl, temperaturgebläut auszuführen, sondern auch in Massivgold oder schwarz lackiert. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle Optionen aufgezählt. Schaut mal auf die Webseite von Dekla. Es ist Irrsinn, was hier möglich ist und was es für diesen Preis gibt, denn die Uhr ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet und zum Preis von 554 Euro in der Grundausstattung bekommt man eine hervorragende Uhr und unglaublich viele Optionen, diese Uhr individualisieren zu lassen. Ich würde aber gerne noch schauen, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Und dafür mache ich jetzt erstmal die erste Videoleuchte aus, dann die zweite und ihr seht das klassische Baumuster Typ B Ziffernblatt. Wobei typisch muss ich erklären, denn hier seht ihr nur die geraden Ziffern beleuchtet, 10, 20, 30, 40, 50. Das entspricht in der Tat den historischen Fliegeruhren. Moderne Uhren sind oft komplett mit Leuchtmasse belegt, aber das entspricht den historischen Vorgaben. Und so sahen die Fliegeruhren tatsächlich aus und deswegen sind auch gealterte Fliegeruhren oft nur auf der 10, 20, 30 vergilbt. Die anderen Zahlen sind weiß geblieben, weil es eben keine Leuchtmasse auf den ungeraden Ziffern gab. Die Qualität der Uhr hat mich wirklich richtig überzeugt. Sie ist sehr, sehr sauber gearbeitet, der Schliff ist toll ausgeführt. Die Krone ist handgeschliffen, zumindest die, die hier gewählt wurde. Wirklich beeindruckend. Ja, mich würde interessieren, was ihr über die Uhr denkt. Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Und mich würde auch interessieren, welche Varianten ihr wählen würdet, denn die Auswahl ist ja doch riesig. Mich hat die Uhr überzeugt. Eure Meinung interessiert mich. Bleibt bitte gesund und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.